Digga. Digga, das ist so Sekte, ne? Also alles daran schreit Sekte. Kanal Telemedial, da habe ich ganz viele wacke Sachen gesehen. Der König von Deutschland. Ein Video über den König von Deutschland. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Der heilige deutsche König. Weil das wurde mir gesagt, dass das funny wäre. Königreich. Oder interessant. Seine Vision von Thomas Hornauer, einem Typ. Ey, den kenne ich sogar, Thomas Hornauer. Das ist so ein Esoterik-Dude. Das ist so ein Esoterik-Dude. Boah, Alter, der ist krass. Typen, der interessanter kaum sein könnte. Warte mal. Warte. Habe ich überhaupt Kompressor auf der Stimme? Ist überhaupt... Ja, okay, habe ich alles. Die Story von diesem Typen und seinem Königreich ist so faszinierend. Wir gehen straight rein. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf YouTube. Ihr habt es richtig gehört. Heute geht es um das Vereinigte Heilige Deutsche Königreich. Digga, er ist einfach König. Wow. Er ist einfach König. Digga, was geht in seinem Kopf? Ich sag's euch, das ist eins von diesen Rabbit Holes, wo du so alle fünf... Ah, Mucke ist noch an. Oh, ihr seid so klug. Wow. Also, ihr seid hörend. 5 Minuten beim Recherchieren, dir denkst, was? Ich gebe euch mal kurz die Backstory, okay? Der Typ hat in den 80ern 2 Lokale aufgemacht, mit denen er sich selbstständig gemacht hat. Da hat er 12 Jahre lang reingehasselt, aber das war dann irgendwann nicht mehr so... Das ist eine gute Grafik auch, damit man mitkommt. Ich finde, eine sehr, sehr gute Grafik. So, sein Ding, das war nicht mal fresh genug, drum wollte er... Man sieht den Chat nicht. Boah, Alter, was ist denn hier los? Ich bin gar nicht vorbereitet heute. Ins Fernsehen. So. 1998 hat er die Firma Telekontor und Co. KG gegründet und hat durch das Betreiben von zahlreichen 0190-Hotlines zum Multimillionär gebracht. 0190-Nummern werden für sogenannte Premium-Kostdienste genutzt. Faxabrufe, Verbraucher-Hotlines, aber auch Telefone. Die Verbindungen zu diesen Rufnummern kosten bis zu 1,86 pro Minute. Weißt du, die 90er und so 2000er waren wilde Zeit, okay? Aber 1,86 für den hier? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Digga, ich auch nicht. Und jetzt geht's erst richtig los. Er hat so viel Kohle damit gemacht, dass er für ein... Ey, ich glaube wirklich, gab's nicht hier dieses 9 Live auch? Da, die haben doch auch bestimmt so unendlich viel Geld gemacht. Bis sie dann dicht machen mussten. Ich glaube, aus rechtlichen Gründen, glaube ich, mussten die irgendwann dicht machen. Aber bis dahin haben die wahrscheinlich richtig viel Asche gemacht. Wow. 1,6 Millionen Euro den Regionalsender B.TV gekauft hat. Die 0190-Nummer war aber nicht mehr choral genug. Deswegen sind dort Kartenleger, Hellsiger und Wahrsager aufgetreten. Ihr kennt es sicher, du rufst sie beim Fernsehen an und fragst dann, ob der Jupiter heute gut drauf ist oder so. Ich kenne mich da. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum sich Kaiser da so lustig drüber macht. Die Sternenkonstellationen bestimmen ja wohl auch meine Zukunft. Ich glaube, das ist ja auch, man muss auch schon ein bisschen offener sein für auch den Jupiter. Sieht ja nicht so aus, das heißt mir nicht böse. Die einzige Erfahrung, die ich damit habe, so, das war beim Bundesheer, ich war Wachsoldat, gell? Und ich sitze so mitten in der Nacht komplett alleine in meinem Wachlokal und schaue so aus dem Fenster. Das Einzige, was wir hatten, war dieses kleine Radio. Und immer um... Dein Shirt ist sold out. Ah, ärgerlich. Ey, ohne Scheiß, ich muss beim nächsten Mal mehr Quantitäten bestellen. Ja, ist Quatsch gewesen. 3 Uhr früh ist diese Astro-Oma online gekommen. Kennst du die? Wer ist die gleich? Gerda Rogers, genau die ist es. Ja, also das Jahr 2022 wird ja von Jupiter regiert. Ja. Ja. 2022 wird von Jupiter regiert. Es ist der Jupiter, der unser Jahr durchführt, der uns durchs Jahr durchführt. Und wer ist jetzt fürs nächste Jahr? Wer ist für 2023? Weil wir, ich meine, 2022 ist fast rum. Muss es da jetzt nicht eine neue Sache geben? Ja! Jupiter, ich schwöre bei Gott, das war nicht geplant. Aber du, Gerda, verarschen kannst du wieder anderen. Ich habe genau gesehen, dass du 50 Mal nur auf die Leertaste gedrückt hast. Ey, sie drückt wirklich nur auf Enter. Geil, Alter, geil. Warte, muss ich mal sehen. Dass du 50 Mal nur auf die Leertaste gedrückt hast. Können Sie da mal kurz etwas am Laptop machen, damit wir das filmen können, wie Sie arbeiten am Laptop? Ja, kein Problem, das kann ich. Auf die Leertaste gedrückt hast. Ja, sehr gut, sehr gut. Ah, morgen, Thomas, wie geht's dir? Du auch schon in der Arbeit, da freut mich. Naja, der heilige Thomas hatte zu der Zeit ein paar Skandale. Zum einen wurde sein fucking Sextape geleakt. Also for real, er hat halt einen Porno gedreht und er war anscheinend irgendwie selber auch Darsteller. Keine Ahnung, was für ein G. Und er hatte laut ihm lose Kontakte zum Stamm der Likazier. Der Stamm der Likazier. Der Stamm der Likazier ist eine neue religiöse Bewegung, deren Mitglieder in einer kommunenähnlichen Lebensgemeinschaft leben. Kritiker bezeichnen sie als Sekte. Was?
die von vielen Leuten als eine Art Sekte ja. Insgesamt war der Typ einfach zu goofy, um einen Fernsehsender zu leiten. Deswegen wurde ihm die Lizenz entzogen. Aber er hat sich gedacht, Moment, nicht so schnell, hat er sich gedacht. Er könnte theoretisch aus einem anderen Land weitersenden, was halt europaweit abrufbar ist, also auch in Deutschland. Aber was für ein Land würde das genehmigen? Ja, er hat dann in Österreich weitergemacht, aber... Der Kaiser ist selbst Österreicher, ne? Also ich bin jetzt nicht völlig falsch in meiner Dialekterkennung. Oder? Ist doch klar Österreich, oder? Also ich bin jetzt nicht hier komplett... Okay, gut. Aber diesmal nicht mehr als B.TV, sondern als Kanal Telemedial. Und ich muss wirklich... Kanal Telemedial! Da habe ich ganz viele wacke Sachen gesehen. Kanal Telemedial, Digga. Ich hoffe, er spielt jetzt so ein paar Sachen von Kanal Tele... Ja, er spielt ein paar Sachen ein. Geil. Das ist der Shit, Digga. Kanal Telemedial. Dann, es war ein Upgrade. Hey, yo. Immer dran denken, ne? Also, der Typ ist Multimillionär geworden. Also, so viel zu Leistungsgesellschaft. Hey, was ist das? Hey. Ja, das ist übrigens die Gerda Rogers. Spaß. Das heißt zwar nicht böse, aber was muss in deinem Leben passieren, dass du irgendwann aufwachst und dir denkst, ja, heute ist es soweit. Heute tanze ich zum heiligen Thomas und seiner Trommel. Ich versteh's nicht. Was macht der überhaupt, Bruder? Das ist halt nicht mal ein... Er ist am Marschieren. Dance-Move so. Es wird aber tatsächlich noch weh. Ja, doch, das war der... Ich versteh's nicht. Was macht der überhaupt? Das war... Also, es ist schon so ein Marschier-Move, oder nicht? Bruder, das ist halt nicht mal ein Dance-Move so. Es wird aber tatsächlich noch wesentlich schlimmer, ja. Das war hier nur die Einleitung quasi, ja. Aber davor möchte ich dem Sponsor vom heutigen Video danken, und zwar CyberGhost VPN. Mit CyberGhost könnt ihr eure IP-Adresse beim Surfen verbergen und eure Daten werden durch einen sicheren VPN weitergeleitet. Ja. Das bedeutet, von außen kann man nicht mehr sehen, was ihr Schlingel gerade so treibt. Ihr könnt euch das vorstellen, wir hätten echt... Also, wow. Ich skipp mal die Werbung. Ich glaube, das ist okay für euch, oder? 40 Tage lang eine Geld-Zurück-Garantie. Freunde, ich weiß nicht wie, ja, aber für kurze Zeit war der Kanal Telemedial ab 21 Uhr auf Kika. Was? Der Kanal Telemedial, den wir gerade gesehen haben, der war auf Kika? Ich meine, gut, die haben generell ein weirdes Abendprogramm. Das ist albern. Im Abendprogramm des Senders trat Hornauer selbst auf und diskutierte am sogenannten Orange Table zusammen mit anderen Lebensberatern und zugeschalteten Anrufern über allgemein esoterische Themen. Zunächst war die Sendung eine Astrologie- und Esoterik-Beratungsshow. Astrologen und Kartenleger berieten Zuschauer über eine 0900-Telefonnummer. Später folgte die Live-Sendung keinem festen Konzept mehr. Ja, das hätte ich dir jetzt auch sagen können. Die meiste Zeit stand Hornauer selbst im Vordergrund. Er selbst bezeichnete dies als fünfte Dimension des Fernsehens. Und Es ist so geil. Das ist die fünfte Dimension jetzt. Es ist einfach die fünfte Dimension. Verlangte von den Zuschauern Geld für den gewonnenen... Wow. Imagine. Der Dude hat einen Fernsehsender. Wow. Imagine. Er sitzt da vor einem Greenscreen in seinem, weiß nicht, Mars-Outfit. Wow. Mehrwert, den sie durch das Sehen der Sendung und empfangene Beratung bekommen sollen. Zitat vom heiligen T: Die größte Umweltverschmutzung in Deutschland ist die mentale Umweltverschmutzung und wir bringen ein bisschen Wind in die Bude. Eins noch, okay, dann lasse ich mit den Zitaten. Ich weiß es, in 20 Jahren wird Telemedial ein Milliardengeschäft sein. Ich bin wie Bill Gates, als er noch in seiner Hütte saß und kein Geld verdiente. Thomas G. Hornauer. Was für eine Legende. Man muss ihm eins lassen, ja, der Typ ist extrem von sich selber überzeugt. Und das merkt man auch. Das ist schon heavy, Alter. Den Preis. Ich meine, ein Anruf dort kostet dich 2 bis 10 Euro pro Minute. Und er nennt das nicht Gebühr oder Tarif, er nennt das Energieausgleich. Und wow. Geil. Hier, Sie müssten uns noch für unser 5-minütiges Telefonat noch 50 Euro überweisen. Für Energieausgleich. Ey, Digga, wenn du, aber es müssen ja so dumme Leute sein, die dann da anrufen. Also ich meine, wer ruft denn nachts bei ihm hier mitten in der Nacht an, um sich vom Leben, im Leben irgendwie beraten zu lassen? Wer macht denn das? Ist schon krass. Sich selber überzeugt. Und er nennt das nicht Gebühr oder Tarif, er nennt das Energieausgleich. Und ihr werdet lachen, aber die haben darüber tatsächlich einen eigenen Song geschrieben. Neue Zuversicht, doch manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht.
9 Euro pro Anruf, 30 Euro pro Anruf. Seht ihr diese Preise? Ja, wahrscheinlich, du musst das... Kanal Telemedial, einfach krass. Selber lachen. Ist das der Peak der Menschheit? Weil ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, genau zu dem Zeitpunkt hätte der zweite Meteor einschlagen müssen. Weil das, was sollen wir noch erreichen als Spezies? Jedenfalls hat er gerade... Ich finde auch, das ist Peak. Das ist also, als Spezies ist dieser Augenblick Peak. An dem Punkt haben wir alles erreicht. Es kann nicht mehr besser werden. Hast du Spaß nicht allzu lange angehalten? Laut Last.fm musstest du allein fürs Anrufen mal bis zu 30 Euro zahlen und dann zusätzlich... Naja, aber das stand ja sogar da in dem Clip mit den 30 Euro. Einen Energieausgleich extra im Nachhinein leisten. Das war auch gar nicht verboten oder so, aber mindestens mal sehr wild. Darum hat die österreichische Medienaufsicht die Lizenz entzogen. Und ich weiß nicht, ob das der Knackpunkt war oder ob das generell passiert wäre, aber ich zitiere mal von seiner Homepage. Am 12. Dezember 2008, ich muss jetzt schon lachen, am 12. Dezember 2008 rief seine königliche Heiligkeit zusammen mit den telemedialen Freunden das Vereinigte Heilige Deutsche Königreich aus. Eine Vision, die die wahre Lehre Christi und die Lehre Buddhas harmonisch vereint. Die Gründung des Königreichs ist ein Kollektivbewusstsein und eine Gegenbewegung zur professionellen Volksverblödung. Digga, das ist so Sekte, ne? Also alles daran schreit Sekte. Also all diese Sätze schreien Sekte, das ist eine Sekte. Das Königreich geht aus, das Königreich geht aus von der Idee hervor. Thomas? Wir hatten die Webseite gestaltet. Ja, egal, er hat halt sowas wie eine Doppelreligion gegründet, nämlich den Christ-Buddhismus. Auf, du Kritiker. Dem Bild schildert gerade mit irgendwelchen Mönchen. Und by the way, er hat halt in Indien so einen Wallfahrtsort gegründet und wurde sogar zum Prinzen gekrönt. Kurze Frage, Thomas, wie heißt deine Religion nochmal? Das Vereinte Heilige Deutsche Königreich. Der Dude ist offenbar Multimillionär. Wow. Erzähl mir nicht, wir hätten eine Leistungsgesellschaft. Laber einfach nicht. Digga. Wow. Das sind die Leute, die viel leisten in der Gesellschaft. Ja, die viel tun für die Gesellschaft. Ganz richtig, meine Freunde. Und wir haben alles, was es braucht, um eine sicke Religion zu werden. Ein eigenes Wappen. Wir haben eine eigene Lebensschule. Wir haben eine eigene fucking mediale Weltzeit. Er hat eine eigene mediale Weltzeit. Wir haben eine eigene Lebensschule. Wir haben. Aber alles sieht so scheiße aus. Ich dachte, der hat Geld. Meine eigene fucking mediale. Die telemediale Weltzeit. Krass. Weltzeit. Was ist das? Das Wow zum Teilen. Digga, what the fuck, Alter? Wahrscheinlich eine Minute, Bruder. Eigentlich wollte ich gar nicht mal auf seinen YouTube-Kanal eingehen. Das, was mich wirklich interessiert, ist sein TikTok-Kanal. Pass auf, Thomas G. Hornauer. King Thomas, Majestät auf German. German was? Das ist kein Englisch. Hast du einen Lieblingsweisheitsspruch? Jetzt folgt die Antwort auf die Frage. Stelle keine Fragen, wo du die Antwort schon kennst. Ich kenne die aber nicht. Hast du einen Lieblings... Was? Das ist ein TikTok? Hast du einen Lieblings-Weisheitsspruch oder so? Hast du einen Lieblingsspruch? Stell keine Fragen, auf die du die Antwort schon kennst. Ich kenne die aber nicht. Fertig. Das ist TikTok. Geil. Geil, Alter. Geil. Das war's jetzt? Wieso lädt man sowas hoch und alle seine TikToks sind so? Alter, er ist der König von Deutschland. Er ist der König von Deutschland, der König von esoterisch Deutschland. It's late in the evening. Was, Digga? Was geht hier ab? Seine königliche Heiligkeit, Majestät König Thomas. Es ist doch nicht sein Scheiß Ernst. Wo ist die Königskinder? Ey, er sieht so, also er sieht zu 20% halt aus wie so ein, Cloud-Rapper aus so 2017. Er sagt, das Leben mit dich, etwas anderes zu glauben, ist ein ungesunder Zweifel. Bist du im Zweifel, dann zweifel an dem Zweifel. Okay, komm, ich gebe auf, das ist mir zu viel. Oder weißt du was, ich versuche mal beizutreten. Wie geht denn das? Über Thomas G., Blog Talk, seine Mission, seine Vision, seine Projekte.
wie alles begann. Ja, das ist... Geil, Alter. Geil, Alter. Der hat sich eine Website gemacht und hat gesagt, weißt du was, jetzt schreibe ich hier mal so meine Geschichte auf, damit alle Leute auch begreifen, was so mein Background ist. Okay, schreib, wie alles begann, .. Und dann hat er Interesse verloren. Dann hat er irgendwas anderes gemacht. Das ist Kunst, da braucht man nichts mehr dazu sagen. Aber früh, wo kann ich mich bewerben? Da, schau, komm. Ich schreib dem eine E-Mail, oder? Sehr geehrter, heiliger, königlicher Herr Hornauer. Ich habe Sie damals bei Kika gesehen, weil Sie mit Gerda Rogers Trommel gespielt haben. Seit Jahren. Ein paar Mal Enter drücken. Zweifle ich an der Verzweiflung, weil ich die Antwort auf die Fragen, die ich stelle, einfach noch nicht kenne. Ich kenne die aber nicht. Bitte helfen Sie mir, denn ich sehe Potenzial. Hey, er wollte gerade eine E-Mail schreiben, indem er einfach auf Enter drückt. Potenzial. Kanal Telemedial. Ich kenne die aber nicht. Strong. Sehr, sehr strong. Kanal Telemedial. Nochmal Dankeschön an CyberGhost VPN für Sponsor. Ey, Kaiser, stronges Video über den König von Deutschland. Sehr, sehr strong gemacht. Was für ein Wacko, dieser Dude. Was soll man dazu sonst noch sagen?